Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußballecke. Ja, heute schauen wir uns die 30 Vereine an mit dem größten Zuschauerschnitt 23/24. Von der ersten Liga, zweiten Liga, dritten Liga und sogar Regionalliga. Welcher Verein hat den größten Zuschauerschnitt? Dann fangen wir auch gleich an. Ab geht's mit Platz 30. Ja, wen haben wir da? Schauen wir mal. Alemannia Aachen, Regionalliga West. Der Tivoli, insgesamt 32.960 Zuschauer passen rein und Aachen hat einen Zuschauerschnitt von 18.407 Zuschauer. Nicht schlecht für die Regionalliga, darf man nicht vergessen. So, zu Platz 29, wen haben wir da? Ja, Eintracht Braunschweig aus der zweiten Liga in das Eintrachtstadion. Passen insgesamt 23.325 Zuschauer rein und Braunschweig hat aktuell einen Zuschauerschnitt von 20.571 Zuschauer in der zweiten Liga. So, auf Platz 28 haben wir ja Union Berlin aus der ersten Bundesliga. Stadion an der alten Försterei, da passen insgesamt 22.012 Zuschauer hinein. Im Moment hat man einen Zuschauerschnitt von 21.804 Zuschauer für die erste Bundesliga. So, auf Platz 27, ja, die TSG Hoffenheim. In die Precero Arena passen insgesamt 30.150 Zuschauer hinein. Hoffenheim hat aktuell einen Zuschauerschnitt von 24.152 Zuschauern. So, liebe Fußballfreunde, dann kommen wir jetzt zu Platz 26. Wen haben wir da? Ja, den ersten FC Magdeburg aus der zweiten Bundesliga. In die MDDCC Arena passen insgesamt 30.098 Zuschauer hinein. Im Moment hat Magdeburg einen Zuschauerschnitt von 24.901 Zuschauer in der aktuellen zweiten Bundesliga-Saison. So, auf Platz 25, ja, der VfL Bochum aus der ersten Bundesliga. Im Vonovia-Ruhr-Stadion passen insgesamt 26.000 Zuschauer hinein. Aktuell hat Bochum einen Zuschauerschnitt von 25.355 Zuschauer, liebe Fußballfreunde. So, jetzt kommen wir zu Platz 24. Wen haben wir da? Ja, Hansa Rostock aus der zweiten Liga. In das Ostseestadion passen insgesamt 29.000 Zuschauer hinein. Aktuell hat Rostock einen Zuschauerschnitt von 25.937 Zuschauer in der zweiten Liga. So, wen haben wir auf Platz 23? Da haben wir ja Wolfsburg. In die Volkswagen Arena passen insgesamt 28.917 Zuschauer hinein. Aktuell hat Wolfsburg einen Zuschauerschnitt von 26.057 Zuschauer. Also fast immer ausverkauft, kann man so sagen. So, dann kommen wir zu Platz 22. Wen haben wir da? Ja, den KSC aus der zweiten Bundesliga. In die BB Bank Wildpark Arena passen insgesamt 32.123 Zuschauer. Aktuell hat der KSC einen Zuschauerschnitt von 26.780 Zuschauer. Sehr gut für die zweite Liga. So, auf Platz 21. Ja, Dynamo Dresden aus der dritten Liga. Ja, in das Rudolf-Habig-Stadion passen insgesamt 32.123 Zuschauer hinein und Dresden hat aktuell einen Zuschauerschnitt von 28.633 Zuschauer für die dritte Liga. Super, super Fans in Dresden. So, auf Platz 20, ja, der FC Augsburg aus der ersten Liga. In die WWK-Arena passen insgesamt 30.660 Zuschauer. Im Moment hat Augsburg einen Zuschauerschnitt von 29.119 und damit auf Platz 20. So, jetzt kommen wir zu Platz 19. Wen haben wir da? Ja, den FC St. Pauli aus der zweiten Liga. Bald, denke ich mal, in der ersten Liga. In das Millantor-Stadion passen insgesamt 29.546 Zuschauer und St. Pauli hat einen Durchschnitt von insgesamt 29.416 Zuschauer. Super Fans in St. Pauli. So, auf Platz 18. Ja, der deutsche Meister Bayer Leverkusen. In die Bayer Arena passen 30.210 Zuschauer. Man muss aber sagen, es war nicht wirklich immer ausverkauft und daher ein Durchschnitt von 29.954. Eigentlich schade für einen deutschen Meister. Aber verdient, Meister geworden sind sie ja. So, auf Platz 17, Mainz 05 aus der ersten Liga. In die Mewa Arena passen 33.305 Zuschauer. Mainz hat aktuell einen Durchschnitt von 30.408 pro Heimspiel. Ein sehr guter Schnitt für die Mainzer, für die erste Liga.
So, auf Platz 16, wen haben wir da? Da haben wir ja den SC Freiburg. Im Europaparkstadion passen insgesamt 34.700 Zuschauer. Aktuell hat Freiburg einen Zuschauerschnitt von 34.256, also fast immer ausverkauft. So, liebe Fußballfreunde, zu Platz 15. Ja, wen haben wir da? Den ersten FC Nürnberg aus der zweiten Liga. Ja, in das Max-Morlock-Stadion passen insgesamt 50.000 Zuschauer. Aktuell hat Nürnberg einen Zuschauerschnitt von 34.392 Zuschauer. Und schreibt mal in die Kommentare euren Lieblingsverein und euer Lieblingsstadion. So, Platz 14. Ja, Hannover 96 aus der zweiten Liga. In die Heinz-von-Heiden-Arena passen insgesamt 49.000 Zuschauer hinein. Aktuell ein Schnitt von 37.660 Zuschauer für Hannover 96. Sehr gut. So, auf Platz 13 haben wir ja Fortuna Düsseldorf. Mal schauen, wie es aussieht mit dem Aufstieg. Ja, in die Merkur-Spielarena passen 54.600 Zuschauer. Aktuell hat Düsseldorf einen Durchschnitt von 38.938 Zuschauer. Super für die zweite Liga. So, auf Platz 12 haben wir ja den SV Werder Bremen aus der ersten Bundesliga. In die Westweserstadion passen insgesamt 42.100 Zuschauer. Aktuell ein Zuschauerschnitt von 41.671 Zuschauer, also fast immer ausverkauft das Weserstadion in Bremen. So, jetzt haben wir Platz 11, ja, den ersten FC Kaiserslautern. Hoffen wir mal, dass sie in der zweiten Liga bleiben können. Ins Fritz-Walter Stadion passen aktuell 49.350 Zuschauer und Kaiserslautern hat einen Durchschnitt von 43.502 Zuschauer, obwohl, muss man sagen, man immer unten mitgespielt hat. So, auf Platz 10 haben wir ja RB Leipzig. In die Red Bull Arena passen insgesamt 47.069 Zuschauer und Leipzig hat einen Zuschauerschnitt von 44.923, also fast auch immer ausverkauft die Arena in Leipzig. So, wen haben wir auf Platz 9? Schauen wir mal, ja, den ersten FC Köln. In das Rhein-Energie-Stadion passen insgesamt 50.000 Zuschauer und Köln hat einen Zuschauerschnitt von insgesamt 49.807 Zuschauer, also auch ebenfalls fast immer ausverkauft, obwohl man nicht gerade sehr erfolgreich leider spielt in der ersten Liga. So, auf Platz 8 haben wir ja Hertha BSC. Das Olympiastadion in Berlin passen insgesamt 74.667 Zuschauer hinein. Und Berlin hat einen Zuschauerschnitt von 49.883 Zuschauer, also auch ein sehr guter Schnitt für so ein großes Stadion. So, auf Platz 7 haben wir ja Borussia Mönchengladbach. In das Stadion Borussenpark passen 54.042 Zuschauer hinein und Gladbach hat einen sehr guten Schnitt mit 51.036 Zuschauer pro Heimspiel. Super für Borussia Mönchengladbach. So, kommen wir zu Platz 6 und da haben wir ja den VfB Stuttgart. Eine super Saison, sehr stark. So, in die Arena von Stuttgart passen insgesamt 60.449 Zuschauer. Stuttgart hat aktuell einen Zuschauerschnitt von 54.467 Zuschauer, also auch fast immer ausverkauft in Stuttgart. Auf Platz 5, ja, der HSV aus der zweiten Bundesliga. Ins Volksparkstadion passen 57.000 Zuschauer hinein. Aktuell hat der HSV einen Zuschauerschnitt von 55.821 Zuschauer, also fast immer ausverkauft bei 57.000 Zuschauerkapazität. Sehr gut. So, auf Platz 4, ja, Eintracht Frankfurt aus der ersten Bundesliga. In die Deutsche Bank Park passen insgesamt 58.000 Zuschauer hinein und Frankfurt hat einen Zuschauerschnitt von 56.853, also auch fast immer ausverkauft und das bei 58.000 Zuschauern. Mega Fans. So, auf Platz 3 haben wir ja den FC Schalke 04 aus der zweiten Liga. Natürlich Schalke, super Fans. In die Veltins Arena passen 62.271 Zuschauer hinein insgesamt. Und Schalke hat einen super Durchschnitt von 61.497 Zuschauer pro Heimspiel. Super Fans auf Schalke. So, auf Platz 2, ja, der FC Bayern München. In der Allianz Arena passen insgesamt 75.024 Zuschauer und Bayern hat einen Zuschauerschnitt von
Ups, da geht mein PC aus, hat 75.000 Zuschauer Durchschnitt, also fast jedes Heimspiel ausverkauft bei Bayern. Auf Platz 1, ja, der BVB natürlich. Signal Iduna Park, dort passen 61.365 Zuschauer hinein und ein Zuschauerschnitt von 81.297 Zuschauer. Superfans auch beim BVB-Park, fast jedes Heimspiel ausverkauft. Ja, liebe Fußballfans, das waren die Top 30 Vereine mit den meisten Zuschauern, Zuschauerschnitt muss man sagen, der aktuellen Saison. Hat es dir Spaß gemacht? Dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss.